Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aliens Colonial Marines. Wir sind hier gerade stehen geblieben nach einer Attacke von diesen Xeno. Heißen die, glaube ich. Und jetzt gehen wir mal weiter und mal schauen, wo wir hinkommen. Hier ist dieses Schild oder dieses Display mit dem ganzen Schiff abgebildet, das ich euch vorhin zeigen wollte. Und ja, es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Jetzt ist die Tür zu. Wir brauchen auch noch zwei Erkennungsmarken. Oh oh. Da kommt wieder was. Das gefällt mir nicht. Einen Helm haben wir uns mal geschnappt. Und ich wechsle mal wieder auf das Sturmgewehr. Ah ja, ich ändere noch kurz was in der Steuerung. Moment. Tut mir leid, dass ich euch das gerade antue. Aber das muss sein. Ich habe nämlich jetzt den Zoom von der mittleren Maustaste auf die rechte Maustaste gelegt, weil die mittlere Maustaste brauche ich eh nicht so oft. Das Sekundärfeuer meine ich, brauche ich eh nicht so oft. Und ja. Rechte Maustaste ist doch zum Zielen schon viel. Sulaco Actual, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Ja, die wollen uns ins All kriegen, oder was? Hier muss ja dann irgendwo irgendwas rumliegen, was wir noch aufsammeln können. Also so eine Erkennungsmarke oder sowas. Jetzt habe ich gedacht, das ist mir leid. Rennen! Ich weiß nicht, erst umgucken. Gehen Sie zum Kontrollraum. Die Ladepunkt. Bla bla bla. Ah, hier geht's eh nicht weiter. Da ist sie zu. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Bay 2. Es klappt doch schon besser mit dem Überleben. Man muss sich immer erst ein bisschen ans Spiel gewöhnen. Ist gar nicht so einfach. Alle her. Schön, dass ihr alle an mir vorbeigeht. Ja. So viel dazu, die lassen uns einfach in Ruhe. Das finde ich auch ganz okay. Vorsicht, die Decke! Vorsicht, die Decke! Sind da noch welche? Nee. Hat er sich schon um alle gekümmert? Das finde ich aber schön. Was können wir hier machen? Nix. Und noch weniger. Da ist auch dicht. Da geht's auch nicht durch. Sie sind in der Decke! Vorsicht! Die Decke! Vorsicht! Kümmern Sie sich um die! Ich öffne die Tür! Ich höre das hier noch, was ist. Deckung, um sie aufzukriegen. Komm her, du Sau. Waffe leer. Raider 6-5 hier, ich hab Sephora Axel dabei. Wir landen, Winter.
Verstanden? Verstanden, Raider. Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch. Also Beeilung! Ach du Scheiße. Alle Mann festhalten! Können die denn gar nichts? Nur am Rande, Actual. Wegen Winter habe ich mein Lieblingsschiff verkratzt, Sir. Es ist ihr einziges Schiff, Reed. Schiff gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Eine Feuerbombe. Mission 1, Notsignal. Oui. Sie haben eine Herausforderung geschlossen. Jede Herausforderung bringt Ihnen Rangpunkte und eventuell ästhetische Verbesserung an. Blablabla, bla, bla, aktive Herausforderung, blablabla, bla, bla, ist sie. Neuer Rekord. Nee, ich möchte nicht abbrechen. Nächste Mission. Kann mir mal jemand verraten, was da gerade passiert ist? Wer ist mit uns auf diesem Schiff? Wir haben keine Kontrolle über die Waffen der Sulaco, Sir. Wir sind unter feindlichem Beschuss. Die Shredder 6-5, erwidere Feuer! Halten Sie sich an die Hinterstelle, das ist Menschen unten. Verdammt, die schießen auf uns, Sir! Captain! Wir werden von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen. Was geht da draußen vor? Keine Ahnung, Junge. Feuer nicht eröffnen, nur erwidern. Ach, können Sie die Punkte der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? Ja. Ja. Ich war gerade irgendwie nicht drauf gefasst, dass die rein zu uns kommen. Hallo? So dauern das immer so lang. Captain! Wir werden von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen! Was geht da draußen vor? Keine Ahnung, Junge. Feuer nicht eröffnen, nur erwidern! Ach, können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? Ja. Wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf beiden Schiffen sterben! Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl! Also los, Marine! Verstanden. Stirb! Headshot? Aber kein Headshot. Er lebt noch. So, hier liegt nichts. Ey, was hat denn der verloren? Munition. Oh, was liegt da denn? Munition. Sephora getroffen. Wir sollten evakuieren, Sir. Ich habe keine Kontrolle über das Waffensystem. Aber ich schaue mich jetzt in der Zeit mal um, ob das sich um den noch kümmert. Oh, das sieht so schön aus. Das kann man nicht öffnen. Zu uns. Ah ja. Deckung! Ich geh vor, geh! Stirb. Ah, ist das schön, wenn man ein bisschen Muni und Armor und so ein bisschen was kriegt, ne? Da geht's auch nicht raus. Da war kein Audio-Log. Ich dachte, ich habe was gesehen. Ihr gehört zu mir.
Hui, da ist noch mehr. Es ist ja fast wie Weihnachten. Überall findet man was. So, ich lade auch mal schnell die andere Waffe durch. Okay, die ist voll. Was liegt denn hier noch so? Was ist das denn? So, hier ist auch nichts. Da geht's nicht durch. Mal kurz gucken. Bella! Bella, hier ist O'Neill. Oh, hörst du mich? Wir sind hier in einem massiven Gegenangriff von Menschen. Ich bin hier. Ich verstecke mich in einem Vorratsraum bei Frachtraum 3. O'Neill. Halte durch, Kleiner. Wir kommen und holen dich. Das sind private Militärtruppen von Weyland Yutani. Die sind angeheuert. Oh, oh. Soll das heißen? Das heißt, vergesst die Einsatzregeln. Die verstecken etwas und wir sollten sicher nicht hier sein. Seid vorsichtig. Verstanden. Ura, macht schon. Granaten eignen sich für größere Gruppen von Feinden. Besonders wenn diese sich verstecken. Drücken Sie G, um eine Granate auszurüsten und drücken Sie dann linke Maustaste, um Granate in die Zielrichtung zu werfen. Halten Sie linke Maustaste gedrückt, um mit dem Werfen der Granate bis zum letzten Moment zu warten. Okay. Ah, so. Shit. Wir können... Ah, wir können auch die Pistole ausrüsten. Also das ist ja schön. Das wusste ich gar nicht. Okay. Wo geht's jetzt runter? Irgendwie habe ich den Eingang verpasst. Ach, da. Ganz schön. Der will da durch. Ich aber noch nicht. Immer erstmal ein bisschen gucken, was man so finden kann. Was haben wir hier? Kopfhörer. Hier liegt nix. Schraubenschlüssel. Der wird uns aber nicht viel bringen. Wieder ein Helm. Da liegt auch nichts. Okay. Was können wir hier eigentlich finden? Erkennungsmarken und Audiologs. Okay. Ups. Jetzt hat er die Tür zugemacht. Der Sack. Scheiße! Versperrt! Das ist echt versperrt. Ja. Da lieber nicht lang. Den Robo. Das ist kein gutes Zeichen. Nee, es ist echt. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Was ist das denn? Auf jeden Fall angreifen. Auf jeden Fall dürfen wir jetzt uns einen Powerloader schnappen. Das wird wahrscheinlich der hier sein. Ja. Das macht jetzt Spaß. Der Powerloader ist ein Ladungsheber für kurze Strecken. Oh, ja, vielleicht auch nicht so lustig. Drücken Sie linke Maustaste mit dem rechten Arm, das Powerloader zu heben oder anzugreifen, und rechte Maustaste um den linken Arm. Ah ja. Rechts für links und links für rechts. Das ist sinnvoll. Kommen wir da auch? Das war jetzt so eine Art Gabelstapler und da steckt er jetzt auch so schön. Darf ich da wieder rein? Nö. Hm.
Schade. Was ist das eigentlich? Oh Gottes Willen. Hört das denn nie auf? Actual. Sehen Sie das auf unserer Kamera? Wer sind diese Leute? Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir hier noch so haben. Wieder ein bisschen Rüstung. Aber ansonsten nicht viel. Hey, hier liegt wieder eine... Jetzt wollte ich schon sagen, Waffe. Aber es war wieder Muni. Oh, das sieht aus. Genauso sehe ich das auch. Was ist das denn? Geh weg! Wo ist es hin? Wo ist es hin? Puh. Also heißt, wenn das Ding zu ist, ist da sowas drin. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Nein. Audio. Dr. Stanton, Ihr Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keinen Anlass zur Nervosität gibt. Ich verstehe, was Sie durchmachen. Glauben Sie mir, vor einigen Wochen war ich genau in Ihrer Situation. Doch man hat mir ausdrücklichst versichert, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hat. Sie haben sicherlich schon die neuesten Sicherheitsvorkehrungen unserer Spender bemerkt. Mit den zusätzlichen Soldaten auf der Sulaco sind Sie sicher. Ach so. Es sind also Spender gewesen. Ich weiß zwar nicht, was sie gespendet haben, aber naja. Was war das? Vielleicht mit dem Feuer kann ich, mit dem Flammenwerfer kann ich den töten, aber da kam irgendwie nicht ran. Hui, geh weg. Oh. Von was ist der Schatten? Achso, von den Kabel hier. Habe ich gar nicht gesehen. Ist da einer drin? Jetzt nicht mehr. Was? Dass man die Viecher eigentlich gar nicht sieht. Also, ironisch, ne? Ist nicht gut, dass man die nicht sieht. Hier geht's nicht weiter. Ah.
ist das Vieh. Ich mache diese Folge mal etwas länger, da ich zum Kontrollpunkt möchte. Nicht, dass dann beim Beenden des Spiels mein ganzer Speicherstand weg ist. Mein ganzer Fortschritt, das wäre natürlich nicht schön. Von daher, wir sind jetzt schon bei knapp 21 Minuten und ich versuche es auf 30 Minuten maximal zu verlängern. Was haben wir denn hier? Ein Nummernfeld. Ice Center. Ja, und jetzt? Hm. Wieso leuchtest du blau? Ich habe die doch schon benutzt. Hallo? So passiert da nichts. Bumm. Naja, egal. Hier ist wieder so ein... Oh, wir haben langsam keine Munition mehr für die Waffe. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Hier ist voll. So, wir haben jetzt den Kontrollpunkt erreicht und damit beende ich jetzt auch die heutige Folge. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.